Intruder alert. Security breach at gate 3. Intruder is located in the north quadrant and is moving in the direction of the underground base. All units prepare to engage. Emergency battle formation. Standard battle procedures initiated. Locate and stop the intruder from entering the stored area. This is not a drill. This is not a drill. That's all. Let's take a look at what my grandfather was working on. A top secret military weapon. The military shut down the research because they feared. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure 2 Battle hier bei Crash 43 89, der Start der Dark Story, nachdem im letzten Part gerade die Hero Story abgeschlossen haben, wobei es natürlich gegen Ende eine ziemlich schwere Geburt war, weil ja die Levels gegen Ende immer hardcore schwieriger werden und ich glaube hier wird es ähnlich ablaufen, vor allem denn die Dark Story soll hier auch etwas mehr Schwierigkeit haben im Vergleich zu damals. Aber ich bin voller Zuversicht, dass wir es dennoch auch hier packen können, vielleicht dieses Mal ohne Game Over, weil ich mir etwas Skill antrainiert habe. Wir fangen an mit Dr. Eggman und wie ihr sehen könnt, er steuert sich genauso wie Tails in seinem Tornado 2 und diesmal hat er seinen umgebauten Kampf, seine Kapsel sozusagen. Und einen Boxhandschuh benutzt haben, Gegner. Jetzt haben wir Homo-Chao natürlich geschlagen. Er kann natürlich jetzt, und er kann in Nahkampf natürlich einen Boxhandschuh auspacken, während Taser noch vorher einen Greifhaken verwendet hat, also Boxen. Auch nicht schlecht. Ja, ansonsten benutzt er immer die Kapsel als Flucht oder als Fluchtmittel. Aber heute verwendet er sie als Kampfroboter, ist auch mal keine schlechte Abwechslung im Vergleich zu damals, im Vergleich zu den damaligen Sonic Games. So, ballern wir mal wieder fröhlich rum, bam 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 bam. Wir müssen ja noch eine Tür öffnen. Mach mal alles kaputt hier. Bam 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 bam. Brech mal alles auf hier. Ja, da brauchen wir wieder ein zusätzliches Power-Up. Hier gibt es ja auch einen Power-Up zu bekommen, aber um hier reinzukommen, müssen wir dafür einen stärkeren Schuss besitzen. Und natürlich bekommen wir auch noch zusätzlich ein Schutzschild in diesen in dieser Story, wo wir unsere Defensive ein bisschen steigern können. Ich glaube, das gab es bei Tails noch nicht oder schon, aber wahrscheinlich dann erst, wenn man ein bestimmtes Power-Up dafür zusätzlich besaß. Es ist halt das Problem, dass das Optionale auch erst später bekommen war. Deswegen ist auch der Umfang hier ein bisschen gesteigert worden, damit man die Levels noch des Öfteren spielen muss, damit man auch optionale Power-Ups bekommen kann. Yay, Dr. Eggman Face. Normalerweise, wenn man eine Box mit Dr. Eggman Face zerstört, dann müsste man eigentlich Schaden dadurch nehmen, wenn man das mit der Mega Drive Serie vergleicht, aber hier hat es auf Eggman zum Glück einen ganz anderen Effekt. Ich meine, da kam auch so eine Parodie raus, wo Eggman so eine Kapsel mit seinem Gesicht drauf zerstört hat und dadurch hat er ein Leben verloren. Normalerweise macht das ja Schaden, das ist ja eine Fake Extra Leben Box beziehungsweise eine Falle. Sagen. Das war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Es ist schon eine schöne Idee. So, geht mir alle aus der Bahn, ihr könnt mir gar nichts, ich bin Dr. Eggman. Ist auch wirklich das einzige Sonic Jump'n'Run, womit man den Lieblingsfeind Eggman steuern kann. Ja, ihr könnt mir gar nichts. Ihr könnt euch so viel anstellen, wie ihr wollt. Eggman ballert sich seinen Weg hier durch. Und springt alle Türen auf. Na? Also die hier scheint zäh zu sein. Aber nicht zäh genug. Ha. Und macht hier alles nieder, was in sein. Da hätte ich schneller sein müssen, vielleicht. Macht hier alles nieder, was in sein. Schussfeld gerät. Da zähle ich natürlich gar nichts. Wegen den ganzen Rauch von den
Also wenn den ganzen Gas was aus den Rohren strömt. Oh, ich bin blöd. Jetzt, ich wollte die Rakete aktivieren, aber irgendwie hat sie das nicht getan. Oder geht es nur hier? Ja, so geht das. Einfach nur draufballern und schon mache ich hier alles kaputt. Anstatt dass ich alle Türen einzeln öffnen würde, kann ich sie auch so kaputt machen. Und das war's. Wir haben uns durchboxt. Das war auch hier erstmals noch der Anfangslevel. Später wird es natürlich wieder tricky. Kennen wir ja schon. Schauen wir mal. Rang C wahrscheinlich. Piece of cake. Nicht schlecht. Rang B habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ich habe schon ein bisschen Zeit gelassen dabei und hätte auch des Öfteren mehrere Ziele auf einmal anvisieren müssen, damit es umso mehr Punkte gibt. Also mehr Bonuspunkte zusätzlich. Top secret weapon. It's a lot smaller than I expected. Enter user data. Enter password. Password is Maria. Maria. Now all I have to do is to place the Chaos Emerald into this console. Wiederholst dich. Is that you? Are you trying to spoil my plans again? Wait a minute. You're not Sonic. This is impossible. My name is Shadow. Since you were so kind to release me, my master, I will grant you one wish. No! Behold the true power I possess. This is Scorpion Troop's hotshot. Okay. Has been detected. En route to intercept. Jetzt machen wir denselben Boss, selben ersten Boss wie schon mit Sonic. Und jetzt steuern wir natürlich Shadow durch. Auch er steuert sich ähnlich wie Sonic. Natürlich Spin Dash, Bion. Und natürlich auch die gute alte Homing Attack und er ist so schnell wie Sonic. Er skatet aber eher anstatt dass er rennt. Das liegt an seinen speziellen Schuhen. So, braucht der Gegner zu, bam, wenn er auf dem Boden ist und drauf kloppen. So wie es sich natürlich gehört. Oh, diesmal hat einen neuen Angriff vorbereitet. Ein starker Laser, welcher sogar einen Schockwelle verursacht. Auch nicht schlecht. Aber trotzdem hat er keine Chance. Ganz egal, was er anstellt. Shadow ist ihm zu schnell und zu stark. Natürlich hat Shadow auch, kann Shadow natürlich auch ähnliche Fähigkeiten und Upgrades bekommen wie Sonic. Nur dieses Mal vielleicht noch einen zusätzlichen exklusives Upgrade. Keine Ahnung, welches es nochmal war, aber es ist auf jeden Fall was ganz Interessantes. Auf jeden Fall gibt es zwischen Sonic und Shadow natürlich auch exklusive Fähigkeiten zum Freischalten. Ja, von oben können wir natürlich nicht erwischen, das ist klar. Oh, oh. Was? Ich bin ja gestorben bei dem Boss. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ringe mehr und... nein! LOL. Ja, das ist mir schon bekannt. LOL. Ich sterbe beim ersten Boss. Wie lame. Und das mit Shadow. Oh Gott. Das war auch meine eigene Schuld, weil ich wollte mal... zu ihm springen. Der verschwendet nämlich seine Zeit damit, wenn er ständig da herumfliegt. Vor allem, wenn man den sogar viermal treffen muss und das viermal hintereinander jetzt diese jetzt viermal hintereinander sich diesen ganzen Kack antun muss, gefällt mir natürlich gar nicht. Ballert ein bisschen rum in der Luft, fliegt ein bisschen und jetzt ist er da und bam. Jetzt, wieso wollte er schon wieder? Ich wollte mich jetzt nur von ihm entfernen mit der Homing Attack und nicht auch einmal auf ihn zielen. Ja,
ja. Einfach in Bewegung bleiben und der Laser ist keine Bedrohung für uns. Auch sein Maschinengewehr kann uns nichts. Der ist also ein Lappengegner vom Feinsten. Und ausgerechnet bei dem musste ich sterben. Oh, ist das peinlich, ey. Ey, was soll... Ey, der glitscht sich da fest. Das gibt's ja echt nicht. Das war knapp. Nein, hör auf, geh weg da! Was ist das? Zweimal hintereinander gestorben, nur weil ich mich da festgepackt habe. Ich glaub's ja nicht. Ja, das weiß ich doch. Mein Gott. Genau nach dem Prinzip versuche ich zu arbeiten, aber irgendwie funktioniert das nicht, weil er sich da festpacken muss bei dem Kackgegner. Was ich mich allerdings frage, ist, warum er eigentlich auch nicht von der Luft aus die Raketen einsetzt, sondern stattdessen auf Laser-Maschinengewehr setzt, die eh ohnehin langsamer sind. Fuck! Oh, ich könnte... Dass ich bei dem zweimal sterben muss und meine Leben vergeude und meine Zeit, nur weil er sich da festbacken muss, der gute Shadow. Ja, und jetzt treffen wir natürlich auch... Ja, hallo! Darf ich auch mal bitte... Die blöden Raketen, ey, die vermassen mir noch zusätzlich die Tour. Ja, du kannst mich eh nicht treffen, weil du bist viel zu langsam. Mann, wie kann ich bloß zweimal gegen so einen Lappengegner verlieren? Du weißt, ich Shadow da blöd festbacken muss. Das zählt natürlich dann nicht, das soll natürlich nicht sein. Alter! Ja, darf ich mal endlich! Ja. Jetzt gab er zweimal mit seinem Laser an. Oder war das dreimal? Ich weiß es nicht mehr. Egal, jedenfalls schießt er dorthin, wohin er zielt. Und wenn er gerade zielt, mit seinem Zielfernrohr kommt er gar nicht erst hinterher. Der ist so ein Lappen. Warum? Um alles in der Welt muss ich gegen ihn verlieren. Das ist jetzt, beleidigt mich natürlich schon selber als Lappen. Vielleicht sollte ich mal kurz warten, bis er seine scheiß Raketen geschossen hat. Oder einfach den richtigen Moment zum Angreifen finden und gut ist. Pathetic humans. Ja. Destroying that guard robot was spectacular. Eigentlich nicht. So, Shadow, you are the military's top secret weapon. But what did you mean when you said you will grant me a wish? Bring more Chaos Emeralds. Shadow, wait! I'll be waiting for you in the central control room on the space colony Ark. Ark. Du hast schon richtig gehört, Eggman. Elf vor acht in der Wüste. Ah ja, jetzt dieselbe Szene mal mit Rouge. Special powers that neutralize the energy of the Chaos Emeralds. That makes it very powerful. What the? Look who's calling who a thief. I came here following the signal from the Emerald. If I'm not mistaken, this is the Master Emerald, is it not? Dr. Eggman. So that's Dr. Eggman. Well, I guess I can use it for something. I'll just take it with me. Farewell, Knucklehead. Not if I can help it. Leere. What was that all about? And look what you did to my emerald! I did that to prevent the Master Emerald from being stolen, you idiot. If it's in pieces, I can restore it. And by the way, that's not your emerald. Doesn't matter. I'll look into it once I get back to the base. Oh Mann, die penetrante Kuh. Dry Lagoon. Jetzt machen wir denselben Kack wie mit Knuckles, natürlich jetzt auch mit Rouge. Hm? Was ist das denn? Das
also wahrscheinlich gehört das nur zur Musik. Ja, sie kann natürlich ihre Tarnondo-Kicks einsetzen. Und der Tipp, den grünen Teich soll sich, dort soll sich das erste Mastermind-Stück befinden. Sie kann natürlich dieselben Fähigkeiten wie Knuckles, nur setzt sie anstatt von Fäusten lieber Kicks ein. Sie kämpft also ausschließlich mit Kicks. Das macht sie ganz schön gut. Also sie ist sozusagen Sanji aus One Piece, könnte man sie vergleichen. Was haben die denn? Guckt euch mal die beiden an. Die bedrohen denn die Schildkröte. Na, dann helfen wir den Kleinen mal. Geht weg. Oh, wie putzig. Trotz seiner Größe einfach nur niedlich. Rein mit dir, Kleiner. Und er hilft uns jetzt natürlich auch weiter bei diesen Unterwasser-Gegend, weil jetzt führt er uns nämlich, sobald wir auf ihn drauf sind, als Dank dafür, führt er uns direkt durch die Unterwasserstelle zu einer anderen Stelle. Sonst müssten wir da durchschwimmen und da spoilt schon einige Zeit. Vor allem hier weiß ich nicht, wie wir mit Rouge bitte schon dieses Upgrade, was wir von Knuckles bekommen haben, mit Rouge bekommen könnten. Und wir können noch nicht mal da durchschwimmen, weil da ist eine Strömung, eine Strömung dagegen arbeitet. Leider haben wir ja mit Rouge nicht so wenig. Leider hatten wir mit Rouge ja deshalb jetzt nicht mehr unbegrenzt Luft. Oh, diese Kamera! Mensch! Aber wie wir sehen können, sie kann auch genauso klettern und genauso schweben wie Knuckles, obwohl sie eigentlich mehr fliegen sollte als schweben. Schon komisch, aber ja, was soll man machen? Und hier natürlich auch wieder Ciao-Kiste für den Ciao-Schlüssel. Ach ja, und das ist ein extra Ding. Und was ich auch noch bemängeln möchte über die Cutscenes, ist zum Beispiel, dass der In-Game-Soundtrack meist lauter ist als die Synchronstimmen. Und es ist wirklich asynchron, ist die englische. Ich weiß nicht, wie es im Original Japanischen aussieht, aber es ist. Na, wie soll ich da rankommen, Mann? Naja, es ist jedenfalls wirklich nicht schön gemacht, alles. Aber das ist auch noch ein älteres Spiel. Es ist auch nur ein Remake von einem Spiel, von einem älteren Spiel, aber im Jahre 2001 müsste man schon weniger bugfrei, buggige Spiele erleben dürfen. Vor den. Ja. Vor allem, das war schon die Zeit der PlayStation 2 und was auch immer. Oh, was sehe ich denn da für eines? Ein schöner Master Emerald, aber den hat er auch nicht erkannt, weil es nämlich nicht der erste ist. Das ist auch wirklich blöd, dass sie das Radarsystem noch verschlechtert haben, dass es nicht jedes, dass sie nicht jetzt jeden jedes Master Emerald Stück aufspüren kann sofort, dass er auf jedes Master Emerald Stück, das in der Nähe ist, aufspürt schon, sondern stattdessen immer nur ein vorbestimmtes Master Emerald-Stück zuerst aufspürt. Das macht das Suchen umso schwerer. Oh, vielleicht hat man früher geglaubt, dass man durch das Radarsystem dann durch das letzte noch durcheinander kommen könnte, weil ja, weil manchmal kommt es sogar vor, dass zwei Emeralds, jetzt habe ich das nicht gelesen. Ach, verdammt. In einem quadratischen. Ich hab's nicht gelesen, Mann! Hör auf! Scheiß drauf. Graben kann sie auch, indem sie ihren Wirbelkick einsetzt. Frag mich nicht, warum, dass sie jetzt wirklich so einen auf Knuckles machen kann. Man kann diese Tipps auch nicht mehr nochmal lesen. Das ist so scheiße. Wo war ich jetzt gerade? Bugfrei und. Synchronstimmen. Und mit Rouge. Oh Gott, jetzt bin ich total durcheinander. Ich war bei irgendeinem Thema und jetzt habe ich mich total durcheinander bringen lassen. Ach ja, das Radarsystem. Das ist immer nur auf ein vorbestimmtes Master Emerald Stück reagiert anstelle von. Oh nein, da kommen wir nicht runter. Da ist auch die Strömung dagegen. Anstatt dass es auch auf andere Master Emerald Stücke in der Nähe reagiert. Und immer gleich auf das Vorbestimmte hier. Ach, verdammt, wo ist denn das nächste? Aber wahrscheinlich hat man jetzt daran geglaubt, dass wenn mehrere Mastermind-Stücke in der Nähe sind, also sich in der Nähe befinden, dass dann das Radar auf gleich zwei Mastermind-Stücke reagierte, dann hat man zuerst einfach nicht gewusst, welches ist nun das Richtige. Aber da hätte man schon ganz klar erkennen können, wenn das eine Signal schwächer ist als das andere, dass das andere. Schön, hübscher Vogel. Das Signal, das schwächer ist, der zweite Master Emerald darstellen soll oder den Master Emerald, den man sich als nächstes verknüpfen möchte, sozusagen. Es ist wirklich schlecht gemacht.
kann ich nicht anders sagen. Dass es jetzt bei Sonic Adventure 2 so blöd gemacht worden ist, hätte ich nicht... Das bin ich wirklich nicht in Ordnung. Ich frage mich allerdings wirklich, warum sie auch diese Schatzsucher-Levels wieder eingeführt haben. Ich empfinde sie wirklich als so unglaublich nervig. Weil ihr seht es ja, ich halte mich hier schon wieder auf. Ich weiß nicht, wo ich jetzt weiter muss. Ich glaube, ich sollte auf die Schildkröte warten, die was da wieder durch die Strömung kommt. Weil ab und zu kommt sie auch vorbei und dann können wir jetzt wieder versuchen, an ihr festzuhalten und dorthin wieder zurückzukehren, wo wir jetzt waren. Oder können wir schon gegen die Strömung arbeiten? Nein, natürlich nicht, aber da kommt sie schon. Lass uns einfach bei der kleinen Schildkröte hier einfach festhalten. Oh je. Meine Zeit ist begrenzt. Die kann ich jetzt einfach nur drauf? Oh nein, 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 nein. Bitte, zippel nicht Rouge! Was ist da noch eine Schildkröte? What the fuck? Oh man! Sind wir schon wieder gestorben? Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Blau gestreifter Kopf? Hä? Blau gestreifter Kopf, Moment mal. Achso, der Kopf einer Sphinx oder was? Oder generell? Das muss ja irgendeine Sphinx darstellen, weil wir befinden uns immer noch in der Wüste oder wie? Zumindest auf einer Oase, weil hier ist alles voller Wasser. Ah, das ist nur ein Teich. Sagst du dazu? Auf dem Stein. Ja, welchen Stein? Das ist das Dach des Baches hier oder Fluss oder wie auch immer. Auf den Kopf der Teichstatue. Auf den Kopf der Teichstatue. Aber welcher? Bitteschön, da gibt's mehrere. Naja, so konkret wollen wir natürlich auch nicht die Tipps jetzt unbedingt machen, dass es jetzt zu einfach wird. Aber jetzt bin ich auch schon mal woanders gelandet. Vielleicht gibt es ja auch ein Mastermind-Stück, ein anderes. Obwohl es mir doch lieber wäre... Ey! Du! Ah, oh, da wollte ich ihn gezielt mit dem Tanundo-Kick ausschalten, aber irgendwie ist da das Kampfsystem ein bisschen unpräziser. Wow! Der hatte einen Emerald. Okay. Jetzt muss ich aber irgendwie den letzten finden. Wo ist der bloß? Vielleicht versuche ich es einfach mal mit der Schildkröte. Oder ich kann auch so. Nein, natürlich nicht. Da ist die Strömung dazwischen. Auf den Kopf einer Statue. Aber welche, bitteschön? Blau gestreifter Kopf. Teichstatue. Teichstatue, hä? Wo soll denn hier eine sein? Also hier sehe ich schon mal gar nichts. Vielleicht oben rum? Da ist ja noch eine Schildkröte. Vielleicht führt die mich dorthin. Wo ist sie da? Nein, ich glaube, die führt mich wieder zum Anfangsbereich. Natürlich, danke. Kleiner, aber ich will doch lieber... ich will doch jetzt lieber... Oh, vielleicht da? Nein. Will ich jetzt lieber das letzte Stück des Masterminds finden? Nein. Blau gestreifter Kopf, hat er gesagt. Aber das ist doch die Sphinx. Und die befindet sich nur im Anfangsbereich und da war nichts. Alter, ich suche doch schon überall und nirgendwo. Ah, wie auch nur eine Spur von diesem beknackten letzten Mastermind-Stück. Also Mastermind-Splitter. Lern Deutsch, Mann, ich weiß. Ah, endlich! Jetzt habe ich eine Spur. Geht mir aus dem Weg. Da? Was? Naja, das nicht, aber wenigstens ein extra Leben. Ja, da war ich doch schon mal. What the fuck? Auf einmal. Ach, endlich. Aber oh, es kommt leider noch des Öfteren hier vor. Na schön. I'm ashamed to call myself a hunter. Ja, und ich schäme mich auch dafür, dass ich den letzten Boss so verkackt habe. Na schön, liebe Leute, damit würde ich sagen, nach der Cutscene werde ich den Part dann auch beenden. 20.22 Uhr in der Wüste. Sand Ocean. Ah, da geht's wieder mit Eggman weiter.
Da geht's zur geheimen Basis. Da müssen wir zur geheimen Basis zurückkehren. Those idiots will never find my hidden base inside this pyramid. Let's take care of business here first, then get inside. Ja, aber das machen wir dann im nächsten Part. Daumen hoch, wenn's trotz der Fails gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid da wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Holy Freak 89 Dark Force gucken. Wir sehen uns, auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Ciao.